Also mein Leben als Studentin hat sich eigentlich nicht so richtig doll verändert. Seit Semesterbeginn, also seit April, besuche ich die FH von zu Hause aus. Ich sitze also vorm Laptop und ja, mache da meine Vorlesungen, nehme daran teil, denn die FH ist ganz gut darin aufgestellt, seit vielen Jahren ja, online Vorlesungen zu machen. Und ja, das mache ich auch regelmäßig zu Hause und das läuft soweit ganz gut. Es ist ein bisschen anstrengend, aber ja, man muss sich ein bisschen dazu aufraffen, auch vor den Laptop sich zu setzen, anstatt die Spülmaschine auszuräumen. Aber das kriegt man auch ganz gut hin. Also ja, wir sind ein bisschen in Sorge, ob wir die Hochzeit so stattfinden lassen können, wie wir es geplant haben. Wir würden gerne Anfang September heiraten und haben schon mit dem Hänselmeier gesprochen und mit dem Standesbeamten und würden das gerne alles so stattfinden lassen. Wenn allerdings die Lage weiterhin so ist, wie sie jetzt gerade ist, dann müssen wir die Hochzeit leider verschieben. Das wäre sehr schade, aber dann kann man das nun mal nicht ändern. Wir würden gerne diesen Tag mit unserer Familie und unseren Freunden zusammen feiern. Und wenn das jetzt dieses Jahr nicht möglich ist, dann eben nächstes Jahr. Auf den Einführungsgottesdienst in das Presbyteramt habe ich mich eigentlich sehr gefreut und ich war auch total aufgeregt, weil es ja was ganz, ganz Neues für mich ist. Und ja, der konnte ja so leider nicht stattfinden. Und dann haben wir eine E-Mail von Nikolai bekommen, wo drin stand, dass wir einfach ein Formular ausdrucken können, es unterschreiben und an das Gemeindeamt zurückschicken. Und dann würde das noch gegengezeichnet und dann ist man schon ins Amt eingeführt. Also es ist alles sehr, sehr viel bürokratischer abgelaufen, als es eigentlich sollte. Ja, der Gottesdienst hat nicht stattgefunden und ich finde, der ist also für mich persönlich sehr wichtig, damit wir auch den Segen von oben haben für unsere Arbeit. Genau. Und es gibt die Überlegung, den anderen Gottesdienst bei YouTube hochzuladen, allerdings nicht komplett, weil das erstens viel zu lange wäre und zweitens, weil dort so viele Menschen mitarbeiten, das wäre mit den Kontaktbeschränkungen im Moment gar nicht möglich. Dafür haben wir uns bewusst entschieden und wir haben uns dafür entschieden, dass wir viele kleine Elemente bzw. den Gottesdienst ein bisschen stückeln und einzelne Elemente dann bei YouTube hochladen. Das könnt ihr euch angucken. Es gibt eine Rubrik anderer Gottesdienst. Dort könnt ihr zum Beispiel Camilla tanzen sehen oder Henry sehen, wie er ein Theaterstück spielt. Und ja, dort könnt ihr den anderen Gottesdienst einfach von zu Hause vom Sofa gucken oder wenn ihr morgens aufgestanden seid, guckt ihr euch kurz irgendwie ein Lied an oder ja, zum Einschlafen kann man sich das auch ganz, ganz gut anhören. Also ja, guckt euch den anderen Gottesdienst einfach in kleinen Teilen bei YouTube an. Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Und ich würde sagen, mein Glauben macht mich zuversichtlich. Zuversichtlich auf das, was nach dieser ganzen verrückten Zeit, die jetzt gerade herrscht, kommt. Und ja, auch ich finde die Zuversicht und die Gewissheit, dass Gott einfach alles gerade lenkt und leitet. Und ja, das hilft mir gerade ein bisschen durch diese Zeit, dass ich weiß, ja, dass im Grunde genommen danach hoffentlich alles besser ist. Ich finde es schön, dass so viele Menschen gerade merken, wie sehr ihnen ihre Familie fehlt, weil sie sie im Moment nicht besuchen können. Und das ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich gerade darauf ein bisschen besinnt, dass Familie doch ziemlich wichtig ist. Und ich genieße gerade die Zeit, die ich mit meinem Freund hier zu Hause auf dem Balkon in der Sonne sitzen kann und wir einfach ja, ein bisschen Zeit hier für uns in unserer neuen Wohnung haben.